Servus miteinander, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kingdom Come Deliverance. Ich war umtriebig und muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir in letzter Folge waren. Also ich weiß noch, wo wir waren. Wir vergessen einfach die Episode, aber ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, denn ich war sehr umtriebig. Und nach dem Schock der letzten Folge machen wir heute auf jeden Fall was Ruhiges. Auf jeden Fall. So, ich war auf Schatzsuche und habe hier den ganzen Dunst hier aufgedeckt. Na, hier nicht so viel. Aber bei Neuhof habe ich aufgedeckt, das heißt, die ganzen Wälder sind frei. Da habe ich ein, zwei Schätze gefunden. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil ich brauche ja Geld wieder für den Schmied. Ich hatte eigentlich vor, euch reinzuholen. Da hat aber die Aufnahme nicht funktioniert. Ist nicht so schlimm. Und ich will jetzt nicht lügen. Genau, doch beim Grab, wen es interessiert. Ich will jetzt nicht spoilern. Jetzt so 20 Sekunden vorspulen. Bei dem Grab hier ist ein Wilderer und der kocht sich halt einen Topf und was zu essen und da sind halt Menschenknochen drin. Easter Egg, Fun Fact am Rande. Dann habe ich. Oder war es hier? Nee, es war da vorne, wo ich es gesagt habe. Genau, und dann bin ich halt einmal da durch. Das heißt, hier das Ansitzzeug ist jetzt einmal aufgedeckt. Hier, das war. Ja, teilweise auch. Ich glaube, da war noch eine Wolke. Irgendwo war da noch eine Wolke drin. Den zweiten Schatz habe ich nicht gefunden. Beziehungsweise doch, ich habe einen was gefunden, aber ich kann nicht glauben, dass es das der Schatz war. Das sind halt echt keine coolen Sachen, ne? Muss ich mal schauen. Vielleicht schaue ich da sogar bei Google nach, wo der Schatz wirklich ist. Nicht, dass ich die Schatzkarte abhake und dann. Ne? So, dann habe ich noch eine Tour gemacht des Tages. Es wird gut sogar. Wer es interessiert, tagsüber ist hier keine Sau, fast keine Sau. Und man kann hier eigentlich alles rausholen. Und da hat man richtig, richtig fette Beute. Die lagert alles. Das lagert alles noch ein. Ich habe es noch nicht verkauft. Und es sind auch richtig viele Gulden. Dann habe ich hier den ganzen Boost. Also, na, ihr seht es ja selber. So, hier, Karte aufgedeckt. Ne? So, und mittlerweile haben wir 10.000 Gulden zusammen. Weil das Dorf knapp wieder 4.000 hatte und ich habe den Rest mitgebracht. Und ich habe noch nicht mal eben wie gesagt, mein Diebesgut verkauft. Das heißt, wir fangen an mit dieser Folge und schauen jetzt nochmal. Wir machen den Schmied. Wir schauen gar nicht rein, wir machen den Schmied. Ich sage jetzt nicht, wie wir den Schmied haben, aber ist mir egal, was er will. Also, wie heißt der Möchte etwas Marius? bauen. Geht wieder los. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Mal gucken, ob er noch ein paar Kniebeugen schafft nach dem Tag. So, natürlich die Schmiede. Ne? Wir brauchen viel Werkzeug, das auch repariert werden muss. Eine Schmiede ist unverzichtbar. Gut, wir haben alles. Ja? Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Oh, das ist ein neuer Spruch. Dann heißt es für Schatzwerk. Marius. Jetzt geht's wieder los. Jetzt bin ich gespannt, wo die Schmiede hinkommt. Können wir endlich reparieren hier auch, ne? Fällt mir gerade auf. Vielleicht hat er sogar mal ein bisschen Asche. Weil der Händler da unten, der hat ja keine 1000. Ich glaube, 500 waren es, Gulden. Pelz, hallo. Ja, Pelz verweigert immer noch den Moddienst. Also ich bin so weit weg, sorry. Der Mod wird einfach nicht aktiv. Ich muss nochmal rumprobieren. Aber das teuerste Pferd kostet 2037 Groschen, Gulden, was auch immer. Und die kommen halt dann von unseren Finanzen weg. Irgendwo hin. Okay. Hier, was? Oh ja, hier, ne? Ja. Hier werden wir bauen? Hier, sollen wir anfangen? Ist gerade wieder eingefallen, was ich für einen Scheiß erlebt habe. Gut, dass ich euch nicht in die Aufnahme reingeholt habe. Also, ich sag mal so: Wenn er vom Pferd aus einen Bogen schießt, sollte man nicht so tief zielen. Da könnte man was erwischen. Unglaublich. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Alles da. Der Bau kann beginnen. So, haus raus das Geld. Jetzt bin ich gespannt. Ja, okay, das ist die Provinz. Oh, das sind aber zwei sogar. Aber von der Größe her war es jetzt nicht beeindruckend. Warum gibt es denn da Platz. Okay, cool, eine Tür. Wow.
bisschen insane sind sie schon. Marius, Dankeschön. Was wir eigentlich bräuchten, wäre ein Zubehaus, finde ich. Na, Lieder. Lieder. Keine ist wie Lieder. Schleifstein haben wir jetzt. Oh. Ja, sehr cool. Sehr cool. Was ist das? Das habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Oder ich habe es immer ignoriert beim Schmied. So, stellen wir uns mal vor. Gott sei mit dir. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir andere Schmiede überreden, zu uns zu kommen? Siehste, da fällt mir ein, wir haben ja noch den einen Schmiedquest in Sasa offen. Das hätte ich gerne, was sich dann verbessert. Das muss ich mal nachlesen. Ist ja. Das ist ja ein bisschen SM, oder? Blaue Leder. Leder. Oh, Lederross stirbt. Ein Wort. Krass, der hat ja richtig coole Sachen. Kostet 1k, die ist schlicht und das ist. Hä? Okay, dann, ich will jetzt irgendwas davon haben. Ich will das Pebbles geben. Mir gefällt jetzt das ja eigentlich. Aber mal unvernünftigerweise Geld raus. Ach komm, oder? Das haben wir uns verdient. Ja, was ich eigentlich fragen wollte, ist, wird es dann besser? Hat man den Vorteil, wenn man einen anderen Schmied finden für Wislavitz? Oder anderen Händler? Na, bisher war ja keiner so richtig, hatte keiner so richtig Bock. Bis auf den einen, glaube ich. Was hat denn der gemacht? Ich glaube, der war Schmied, oder? Ach, es ist immer so viel im Spiel. Okay, cool. Der hat ja richtig Sachen, die ich sonst noch nicht gesehen habe. Aber warum hat der Schmied denn sowas? Warum ist das nicht im Stall? Das ist so. Bei der Stallung kommt ja auch noch. Ist ein Ding, oder? Also für mich ist es jetzt richtig ein Ding. Okay, wir pimmeln jetzt hier nicht weiter rum. Wobei, wir haben ja gesagt, das wird eine Pimmelfolge. Warenkorb prüfen und handeln. Ist mir egal. Hauen wir es raus, oder? Wir haben sonst nie was für Pimmels geholt. Versuchen wir es. Einverstanden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Bin der verdammte fucking Vogt? Siehst du, ich wusste. Ja, wusste ich auch. So, also der muss jetzt Geld haben. Wie mache ich das jetzt? Wahrscheinlich kann er es gar nicht nehmen, weil es Pebbles ist. In die Satteltasche? Ausrüsten? Der Witz, komm mal her. Also wenn schon Pebbles, dann richtig, oder? Oh Gott, Pebbles, tut mir leid. Ist doch teuer, jetzt nimmst du das. Ohne Mist. Hier jetzt kein Beschweren. Das ist ein Blaseball. Hey. Super, ich freue mich voll. Gucken gleich nochmal hoch, ob man noch was treiben kann. Ich frage mich, warum, dass es hier aber so eine Art Gemeinschaftsraum oder Schenke gibt. Das sieht fast aus wie ein Wirtshaus, ne? Na gut, es sind ja ein paar Leute hier angestellt, aber dass mich halt auch einfach rein darf. So, hier darf ich auch rein. Okay. Nee, ich will da jetzt nicht. Na, das ist jetzt blöd. Da sehe ich dann, wenn ich das knacke, sehe ich dann, dass die ganzen Sachen von den Händler drin sind. Und ich das Ding eigentlich gar nicht hätte kaufen müssen. Wollen wir jetzt aber nicht. Das vergessen wir ganz schnell wieder. Oh, es sind schon zwei. Ach nee, das ist schon wieder. Ganz weit weg, ganz weit weg. Ich habe es nicht gehört. Ich speichere nochmal. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Ach ja, weil ich richten wollte. Aber eigentlich muss er deswegen nicht speichern. Es ist schon spät. Lumia, zwei altbekannte Unruhestifter. Streitet ihr euch wieder? Worum geht's diesmal? Ruch ist eine miese, diebische Elster. Dieser Schwein ist ein verdammter Lügner. Hört auf, meine Zeit mit Beleidigungen zu verschwenden. Was ist passiert? Wie du weißt, Meister Vogt, habe ich eine Tochter und dieser Bast... Ruch hier hat einen Sohn.
Aha. Natürlich ist dein Sohn genauso ein geiler Bock wie sein alter Herr. Sag mal. Mein Mädchen geschwängert und sie dann sitzen lassen. Oh. Was für ein Unsinn, du Lügenmaul. Wir sind jetzt eine rechtschaffene Familie, Herr. Aber seine Tochter, ein Flittchen, durch und durch, jawohl. Sie hat meinen Sohn verführt. Außerdem hat dieser Bastard meine Kuh gestohlen. So, das reicht jetzt. Einer nach dem anderen. Beruhigt euch. Also mit Kuh ist seine... Was hat es mit der Kuh auf sich? Als sich sein nutzloser Sohn meiner Tochter gegenüber nicht anständig verhalten hat, versprach Ruch mir als Entschädigung für ihren Ehrverlust eine Kuh. Das ist wahr. Doch dann ist diese Dirne mit einem Barden durchgebrannt. Ist das etwa ehrenhaft? Und überhaupt, jeder könnte sie geschwängert haben. So. Ja, das ist ja schon wieder so verzwickt. Erzähl mir mehr über deine Tochter. Bildhübsch und ein gutes Mädchen, gleichwohl ein wenig unstet. Dieser Gockel hat ihr den Kopf verdreht und sie dann geschwängert. Aber heiraten will er sie nicht. Ja, sie ist ja mit Baden weg. Mit dem Balk nehmen. Also einigten wir uns auf eine Entschädigung. Also eine Kuh. So weit, so gut, aber du stimmst mir gewiss zu, Meister Vogt. Wo es keine Ehre zu verlieren gibt, gibt es auch nichts zu entschädigen. Ein Mädchen, das mit einem Wanderbaden durchbrennt. Was hätte sie tun sollen, wo sie sich doch hier nicht mehr zeigen kann? Dafür hast du gelöhnt. Aber ein Wanderbade gleich, oder? Erzähl mir von deinem Sohn. Nun, er ist nicht der Hellste, aber er hat das Herz am rechten Fleck und arbeitet. So wie der Vater. Lumiers Flittchen hat ihm den Kopf verdreht, sich schwängern lassen und ihm dann das Herz gebrochen. Ich selbst redete ihm die Heirat aus, denn lieber gebe ich diesem Bastard meine beste Kuh als meinen Sohn. Das reicht jetzt aber. Der Junge ist ein Dummkopf und ein Rohling. Und meine Tochter ist gewiss nicht freiwillig mit ihm gegangen. Ich wollte nichts mehr mit Lumia oder seiner Tochter zu tun haben, also stimmte ich der Entschädigung statt der Heirat zu. Just als das Geschäft abgeschlossen war, war das Flittchen weg. Ich will meine Kuh zurück. Du kriegst gar nichts. Geschäft ist Geschäft. Du bist schuld, dass meine einzige Tochter fort ist. Oh mein Gott. Man kann eh nicht rausfinden, wer jetzt... Ich glaube, beide haben drin stecken und wir machen das so, dass die Kuh halt einfach bleiben muss. Ne? Weil das ist ja entschädigungsmäßig. Das ist ja... Es geht ja trotzdem. Außer natürlich, sie hätte den Baden vorher schon an Dings gehabt. Am Schlawittchen. Das kann ich aber nicht wissen. Ich habe genug gehört, um ein Urteil zu fällen. Naja, aber... Ja, doch. Geschäft ist Geschäft. Was auch immer danach geschehen mag. Die Kuh gehört Lumia. Hab Dank, Herr. Du bist ohne Zweifel weise. Das ja, natürlich. Soll dir recht sein? Ich bleibe keinen Augenblick länger in einem Dorf, in dem sich der Vogt der Gaunerei hingibt. Tschüss. Tut mir leid, weil eigentlich bist du... Ne? So, das Gesicht habe ich noch nicht so oft gesehen. Denn das andere schon. Schade. Der Ruch. Bin ja gespannt, ob der Ruch nochmal auftaucht. Kann ich auch nochmal mit ihm reden? Nee, ich kann ihn bestehen. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal, was uns jetzt tagtäglich in die Kasse fließt. Das müsste jetzt ein ordentlicher Batzen sein, weil das Teil war sauteuer. So. 3,6. 1365. Ah, ja. Ja, genau, das setze ich schon mal. Das ist natürlich eine Menge Asche. Dorfkapazität 40. Huch. Was habe ich getan? Ja. Ja, das da hinten, da ist ja alles, ne? Na, so, jetzt, was können wir als nächstes machen? Die Wachstube, ne? Das hätte ich super gerne, weil so ein bisschen Sicherheit. Und die bringt doch auch wieder richtig Asche. Gäste der Schenke oder auch Ärger. also im Effekt. Ja, doch, ist natürlich schon. Preis 5000, da kommen wir gerade so nicht hin. Stallungen. Ja, das ist dann da war es schon fast, ne? Die Schmiede, kann die noch ein Upgrade haben? Tatsächlich, Rüstzeug für Waffenschmiede.
Kannst du die lesen? Rüstzeug für Rüstschmiede. Da können wir übrigens noch ein Upgrade machen. Machen wir das noch. Und Mario ist off. Los geht's. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst. Ja, komm, das haben wir jetzt raus. Schmiede. Waffen oder Rüstung? Waffe haben wir schon. Ein Rüstschmied ist immer gefragt und wird nicht verhungern. Auch wir brauchen einen. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Und dann heißt es... Achtung, es kommt ein Karton. Kennt das noch jemand? Ah je. Ja, das Rathaus, ne? Ich hätte schon gerne, aber es kostet sau viel und ich hätte jetzt... Ich will jetzt... Eigentlich müsste ich ein paar Wochen schlafen, damit das Einkommen von 1300 noch was sich ein paar Tage rauszieht und mir ein bisschen was zurückbekommen. Oh, kacke so. Was wir da jetzt reingesteckt haben. Ja, ist der Ruch halt weg, oder? Der Ruch. Ruch. Herr Bitz. Herr Bitz, sei doch mal nicht so. Das ist schön. Ja, weil du hier stehst, kann er hier nicht stehen. Ne? Also der Marius. So. Oh, so ein Superhaus hätte ich aber auch gerne. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an. Ja, na klar. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Ja, wie er sich freut. Er freut sich. Das ist noch die gleiche. Die haben wir gar nicht gesehen, oder? So. Aber schick, ne? Wie neu. Schon schick. Aber das Ganze drumherum. Ne, da steht noch... Ja gut, vielleicht kommt noch was hin. Aber hier, es ist alles noch so... Das ist alles noch so... Ja, das sieht nicht aus wie ein Dorf. Da wird nicht gemäht. Die Wege sind scheiße. Weiß ich nicht, es liegt überall was rum. Die Leute kommen nicht hin, wo sie wollen. Mein Weg fehlt anscheinend. Oder was denkst du? Denkst du über Sachen nach? Hm? Hallo? Gott. Über Gott? Ja. Hä? Ja. Schon wieder ein Schleifstein entdeckt. Ach Mensch, jetzt ist das coole runde Ding weg. Nee. Jetzt sieht sie ja richtig kacke aus. Sieht aus wie immer ihr. Weiß ich nicht, ein Derwisch durchgejagt wäre. Das sieht aus. Naja. Muss hier einmal schneiden. Bis gleich. Ja, und weiter geht's. Ich bin raus. Haben wir mit dir jetzt geredet? Wollten wir mit dir reden? Ich hab keine Ahnung. Junge, was hast du denn jetzt? Ein Arena Gambeson. Wir sortieren den Käse mal nach Kostbarkeit. So. Ich sehe ja, wir haben irgendwo ein Defizit. Und zwar hier. Die Armrüstung. Können wir die überhaupt haben? Verniedete goldene Beinlinge. Das ist die Frage. Platten. Okay, Platten können wir eh nicht nehmen. Steht irgendwo schwer, Platten. Platten sind Platten und dürfen wir nicht nehmen. Die habe ich verkauft. Oder bin ich dabei zu verkaufen? Polnischer Kyros. Halmicht. Okay, der hat richtig, richtig fette Sachen. Fast 3000. Das, was wir jetzt anhaben. Der schwarze Teil, fast 3000. Ist ja der Hammer. Keilerschild. Ist das besser? Nee. Aber wir haben gar kein Schild gerade. Okay, wir haben Rüstschmied, wir haben Schmied, Rüstschmied, bla bla bla. Cool.
Schöne Sache. Ich vermisse jetzt das runde Teil davon, dass es ein bisschen aufgeräumter ist. Das ist bestimmt das Keilerschild, oder? Mich doch interessiert. Jetzt hört's auf. Mein Teufelsschmied an Gedenken von Johanka müssten wir eigentlich behalten, ne? Aber ich will es einfach nur wissen. Wir wissen, wir behalten es eh. Alles gut. Keilerschild jetzt. Hier. Hm. 168. So, wenn man es bin jetzt irgendwie, weiß nicht, kommen jetzt irgendwie nicht drauf. 168 und ist besser. Sieht auch saugeil aus. Gut. Kann man hier nochmal was machen? Dann haben wir wirklich ganz schön den Pimmelei zusammen. Ne? Pass auf, Leute. Wir haben hier Rehe. Na? Wie wär's denn? Ist aber auch nicht schön für euch, ne? Wenn ich jetzt da außen rum stiere und alles aufdecke und gucke, ob es hier noch irgendwelche Gebiete gibt. Mein Bett, wir haben das aufgerüstet. Da unten wissen wir, das sind die Ganoven. Wollen wir die mal ärgern? Denkt ihr, wollen wir noch uns so einen richtigen Dämpfer noch abholen? Wir haben gesagt, wir machen eine ruhige Folge, ne? Eigentlich. Aber da wir jetzt so einen Streit raus haben, dürfte das doch gar kein Problem sein. Und da es jetzt fast Nacht ist, ist es noch schöner. Ja. Na, das müssten wir schaffen. Sage ich jetzt. Ist das hier der Friedhof? Nee. Ja. Dachte gerade irgendwie. Das sind Gräber. Ja. Wie macht man das? Da ist ja diese eine Ruine. Da könnten wir uns draufstellen. Aber das ist ein Stück weit weg. Wo ist denn jetzt hier der Weg? Hier. Ja. Ne? Ja. So, da vorne kam dann einer gelaufen. Vielleicht kommt jetzt auch wieder. Ja. Dann könnte man den schon mal abfangen. Das wäre eigentlich ganz cool. Wo sind die Ruinen? Da ist sie. So. Dann hört hier der Pfad auf. Den fangen wir wieder an. Da vorne kam einer mal gelaufen. Wie wär's denn? Ich hab jetzt, was sagst du? Wie wär's denn, wenn man hier einfach? Kommt man hier gut drauf? Jetzt stellt er sich schon wieder an. Hier wird man gut drauf kommen. Sieht's sonst aus? Alles ausgerüstet. 39 Pfeile. Puh. Ja, komm, das müsst ihr. Also wenn es nur drei Leute sind, dann müssen wir es ja packen. So, Leute. Wenn wir ganz viel Glück haben, kommt er uns ja jetzt nochmal entgegen. Aber da war auch ein Hund dabei. Ich höre ihn schon. Ach ja. Alternative? Hier nein. Hier nicht. Wie weit ist denn das? Nicht so weit. Der Hund könnte mich vielleicht erwischen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell der ist. Wegfindung ist ja im Wald auch nicht so geil. Ist das hier? Ah ne, darauf kann ich mich nicht stellen. Ja, wobei, wenn ich ganz vorsichtig bin, könnte es passieren, dass ich nicht runterfalle. Dann darf ich mich null bewegen, ne? Nee. Oh Gott, nee. Ich schaff's noch nicht mal auf den Baumstamm. Das hat so eine komische, ich sag mal, Hitbox. So, Leute, ist mir zu blöd. Mache ich so lang. Ich sehe bloß keinen. Bewegt euch mal bitte. Kein einziger Felsen hier, ne? Ach, der hier?
Idiot. Ordentlich verzogen. Da kommen die doch auch drauf, oder? Der Hund kommt auf jeden Fall. Haha. Du bist das Schwein. Komm freiwillig zu irgendwie hier, ne? Irgendwas. Wie konnte ich jetzt da wieder daneben schießen? Und der kommt halt wirklich da hoch. Ach herrje. Warum trifft der Pfeil wieder nicht? Zwischen den beiden durch. Das muss man doch mal schaffen, oder? Oh Gott, das ist auch noch runtergefallen. Jetzt auch noch beim Hund. Ah! Zwei Hunde, okay. Oh Gott, Hund, geh weg, bitte. Hund! Mach dich nicht unglücklich. Okay, jetzt kriege ich gar keine Ausdauer mehr. Das heißt, ich kann auch nicht schießen. So, eure Herrchen sind eh schon tot, ne? Was wollt ihr eigentlich noch? Also, ich verstehe es gerade nicht. Hund, wieso bist du so schnell? Ich bin hier Werwolf. Wo denn? So weit runter kann ich nicht ziehen, Leute. Oh Mann. So. Die sind sehr schnell. Denen fehlt irgendwie so eine Animation teilweise. Die springen einfach von Bild zu Bild. Sind es jetzt drei oder zwei? Ist gar nicht geschissen. So. Ja, jetzt wenigstens einer hat sich eingereicht. Der Pfeil ist durchgeschossen. Ist er schon tot? Könnte schon tot sein, ne? Dieser Zentimeter, der mir da manchmal fehlt, ist ärgerlich. Das ist sehr viel schneller. Ist, glaube ich, hier nichts mehr. Wie der rennt. Junge! Bei Fuß! Ich wüsste jetzt nicht. Jetzt habe ich sogar getroffen. Eieieiei. Das war wieder was. Soll hier los sein? Bist du auch noch zu denen? Na, wahrscheinlich, sonst würde er sich nicht so aufregen, ne? Ah, so, wer ist denn das jetzt hier wieder? Wo ist er denn? Rotkäppchen. Wo bist du? Hä? Wieder reingehauen? Oder hinten? Oh, das könnte sogar getroffen haben. Legt euch nieder.
Also, was haben wir denn da? Plündern. Ein Silberring. Ja, das ja. Platten. Was? Platten, Ellenbogen, Kacheln. Platten, Ellenbogen, Kacheln. Groschen 48. Ja, die. Pures Geld nehmen wir immer mit. Ringelblumen, von mir aus. Den da, jawohl. Jagdpfeil, kannst du behalten. Ah, der zweite. Sehr schön. Nee. Den hochwertigen Pfeil nehmen wir natürlich wieder mit. Den Jagdpfeil kannst du wieder behalten. Also Jagdpfeil ist so ziemlich der Schlimmste, ne? Also Jagdpfeil hört sich schon mal cool an. Ist aber nicht cool. Ich glaube, es gibt wenig, was schlimmer ist. Schlechter meine ich. Nee, Hundefleisch nehmen. Lass mich in Ruhe. Ich will eigentlich nur die Kiste. So, kann ich jetzt wegen dem Hund nicht an die Kiste ran, ja? Ist es so? Ist es so gewollt vom Entwickler? Ja. So. Den noch. Dann haben wir da noch einen Pfeil. Ich habe zerbrochene Pfeile aufgehoben, ne? Kann man die eigentlich noch zu verschießen? Wäre komisch, ne? Wieso kann man die dann aufheben? Und jetzt geht die Truhe, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Lange haben wir gewartet. Und ich mach's spannend. Trink erstmal auch. So. Ein Dietrich. Fast 200 Groschen. Kleiner Goldkrieg, Kommunionskelch. Liebestrank. Ja, ist okay. Wollen wir jetzt mal nicht so sein. Noch ein Hund. Oder ist er jetzt bloß wieder so Atmo? Der Atmo-Hund. Der Background-Hund. Hundeschmalz. Lass mich bloß in Ruhe mit sowas, ey. Also gut. Wir haben hier einen, wir haben den zweiten. Ich habe vergessen, ob wir einen dritten hatten. Wisst ihr eigentlich, ne? War ja ganz schön tumultig jetzt. Die Hunde haben mich aus dem Konzept gemacht. Da ist ein Hase. So, es waren doch nicht nur zwei Leute. So. Okay, jetzt wird es natürlich auch gleich dunkel. Ist ja schlecht mit Suchen. Ist der eine abgehauen? Nee, der eine, stimmt, der eine hat sich geduckt und den habe ich nicht lang gemacht und der ist dann abgehauen. So war's. Ja, also können wir den gar nicht finden. Jawohl. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Und das auch noch. Dann nehmen wir den noch. Pure Groschen auf jeden Fall. Und das. Ja. Ja. So, dann haben wir das noch und ich bin überladen. Jetzt kriegst du wieder was. Dass der Platz hat. So, und da haben wir ja jetzt ihr kleines Reich. Einer ist abgehauen. Ihr könnt wiederkommen. Ach, den hätte ich nicht. Na egal. Jetzt nehmen wir alles. Schlafen. Wir können hier warten. Ein Krug, ein richtig schöner Krug. Der wird auch schön präsentiert. Das ist ihr einziges Accessoire, was es wohl nicht hier macht. Mal gucken, was sie gekocht haben. Auf jeden Fall keine Menschen diesmal. Jo. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das Lore von denen jetzt war. Die waren halt hier. Jetzt könnte man auf jeden Fall meinen, dass wir hier weniger Probleme haben, wenn wir entlang reisen irgendwo. Hoffe ich, dass es so ist. Aber die Kiste haben wir jetzt auch. Gut, Leute. Immerhin. Haben wir eine ruhige Runde gemacht, oder? Lass mal dabei. Bevor noch was passiert. Ist alles gut gelaufen. Danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Servus.